Das Morgentraining hat den Vorteil, dass wenn ihr aus dem Training frisch geduscht rauskommt, dass ihr dann wirklich energiegeladen in den beruflichen Alltag oder den normalen Alltag gehen könnt und nicht erst wach werden müsst. Morgens sind die Gruppen deutlich kleiner, was mir die Möglichkeit gibt, öfter korrigiert zu werden. Und somit ist das Training am Morgen für mich sehr individuell. Sowohl was die Leistung als auch die Qualität anbetrifft. Weil ich meistens donnerstags Spätdienst habe und die Zeit davor gut nutzen kann. Bei mir löst es in dem Sinne eine Tiefenentspannung aus. Und wenn ich morgens beim Training bin, bringt mich danach nicht mehr so schnell aus der Ruhe. Also viele Teilnehmer geben uns das Feedback, dass das Morgentraining viel entspannter ist. Das liegt nicht daran, dass die Trainer abends unentspannt sind, sondern dass die Teilnehmer alle völlig entspannt sind, weil die nicht durch den beruflichen Alltag, durch den familiären Alltag, durch irgendwelche stressigen Termine schon einfach vorbelastet ins Training kommen. Und ich habe bessere Laune, weil ich ausgeschlafen bin und nicht den ganzen Tag gearbeitet habe. Wir haben immer mehr Anfragen von Personen, die im Schichtdienst arbeiten, früh, spät oder sogar die Dreifachschicht, früh, spät, Nacht. Und die hätten dann immer nur die Möglichkeit, alle 14 Tage zu trainieren. Und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir auf und bieten das Training morgens an. Wir haben mit 2 Stunden angefangen und haben das Programm jetzt weiter hochgefahren. Wenn ihr denn dann warm geworden seid und euren Rhythmus gefunden habt, dann seid ihr natürlich frisch und ausgeruht und könnt morgens dann durchstarten. Die Aufwärmphase ist meist etwas länger, bis der Körper so auf Temperatur ist. Aber danach seid ihr natürlich nicht durch den Beruf angespannt, verbraucht. Ihr seid energiegeladen und könnt dann richtig Gas machen. Ich habe zwischendurch Probleme mit Rücken und so kann ich mich gut aufwärmen und super in den Tag starten. Am Anfang ziemlich ruhig, ganz entspannt. Ich glaube, manche sind auch ein bisschen müde, aber dann ist man voll drin und dann ist konzentriert. Und morgens ist die Stimmung immer sehr gelöst, selbst der Trainer lächelt. Und es ist ein schönes Miteinander, weil verschiedene Leistungsklassen dort aufeinandertreffen und jeder auf seinem Platz abgeholt wird, leistungsmäßig. Ich finde, die Stimmung ist morgens sehr gut. Wir sind halt eine kleine Gruppe. Und hat man noch ein bisschen mehr individuelle Beratung, auch durch den Trainer dann, weil wir kleinere Gruppe sind. Ja, zu Anfang immer noch recht entspannt, aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass alle etwas motivierter sind. Ja. Klar, abends fällt es mir leichter, aber dennoch ist es natürlich auch für mich ein sehr großer Gewinn, wenn ich es morgens wirklich schaffe, mich aufzurappeln, zum Training zu gehen und das Training auch gut durchzuziehen. Für mich sind beide Trainingsalternativen gut, weil es große Laune macht hier im Studio. Aber morgens in den kleinen Gruppen ist nochmal ein besonderer Kick dabei. Das hängt davon ab, wann ich aufstehe. Also wenn ich morgens immer 2 Stunden vor dem Training aufstehe, ist das für mich morgens genauso angenehm wie abends. Allerdings empfinde ich es dann tatsächlich so, dass ich quasi mein Tagespensum Sport hinter mich gebracht habe und den Abend frei habe und nicht noch im Kopf haben muss, oh, du musst jetzt noch trainieren und du musst aber das und das noch erledigen. Also ich muss nur früh genug aufstehen, dann ist mein Biorhythmus da bereit, morgens zu trainieren und dann genieße ich das Training tatsächlich sehr. Wir haben morgens, montags und mittwochs von 9 bis 10.15 Uhr das Taekwondo-Titan-Training. Das ist ein Training zielgerichtet für die Senioren, die aktiv bleiben möchten, die etwas für ihre Gesundheit, Fitness tun möchten, Reaktionsvermögen, Sturzprophylaxe, Balance, all diese Dinge werden da geschult, altersgerecht. Es können auch Jüngere daran teilnehmen. Die wissen dann allerdings, dass die Zielgruppe die Älteren sind. Dann bieten wir an am Dienstag, morgen von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr das Kickboxen. Das ist eine gemischte Gruppe, Anfänger, Fortgeschrittene. Und am Donnerstagmorgen von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr das Fitnessboxen. Auch das ist eine gemischte Gruppe, Männer, Frauen, Anfänger, Fortgeschrittene.
Wir überlegen gerade, dass wir am Wochenende Trainingseinheiten mit anbieten in den Morgenstunden. Bei entsprechendem Bedarf und Nachfrage können dann auch Selbstverteidigungstermine, Stocktermine, ANSS-Krima wäre da das Thema, mit angeboten werden. Da sind wir in der Planung und werden euch zeitnah entsprechend darüber informieren.